Aber nicht in Spielfilmlänge. Wie bitte? Ich in Spielfilmlänge. Spielfilmlänge? Ja, Kinofilmlänge. Ich denke, wenn ich hier in Folge. So wie früher das Doppelfolge Skate oder so. Nee, das ist einfach blöd, wenn du jetzt. Wenn wir jetzt den Spielfluss sozusagen unterbrechen würden, ohne dabei irgendwie einen Speicherpunkt zu haben, weißt du? Jun soll einfach später einen geeigneten Punkt suchen und diesen dann als Unterbrechung nutzen. Genau, hab ich schon. hast du schon. Hab ich schon. Schlechte Neuigkeiten? Das sei es 15. Alter. 15, alles Gute zum Geburtstag. Aber das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, weil wir kriegen ja dann auch mehr EP. Wir kriegen ja dann auch... Ja, stimmt, die Gegner sind nach 15 dann direkt. Ja. Ja, also mehr als 2-3 Stufen werden wir nie auseinander sein. Nee, es kommt ja dann auch an Erfahrung plus und, ne? Also ich weiß auch, weil Dai ist jetzt zurückgeblieben und hat noch 2-3 Gegner gekillt und wenn er das macht er öfter. Deswegen ist er uns auch voraus. Die Theorie, ich krieg mich in eine Ecke. Nee, aber was für eine Theorie? Das, wenn du mehr Monster killst, dann kriegst du mehr EP. Ganz einfach, oder nicht? Ja, Dr. Charlie, Dr. Weider. Manchmal hast du echt eine beleidigende Art an dir. Mag ich nicht. Nee, also beleidigend war das jetzt nicht, ne? Nee, ich finde das schon manchmal so ein bisschen gehässig. Schwebt so über allen Dingen, Sai. Er schwebt über allen Dingen. So. Das kann jetzt was hier. Zack. Das war ho. Das war gut, ne? Der war unterirdisch. Premium war der, Premium. Ah, Premium hat er, okay. Er hat sein Konto geladen. Premium. Ne, die Situation war Premium. Ach so, okay. Jetzt. Ich bin noch bei Robocraft ein bisschen hängen geblieben. Ja. Es tut dir mal gut, dass du was anderes siehst. Jetzt habe ich auf mein Pferdchen gedrückt, ich Idiot. Du hätte ich auch fast. Irgendwie ist der schon zäh. Oh. Hallo? Der halt auch böse aus. Generell, ne? Ja. Dieses. Mach die Ads. Weil. Ja, weil wenn das zu viele werden, haben wir ein kleines Problem. Okay, wir können ja wie aufgescheuchte, räudige Straßenköter wegreiten. Also irgendwie habe ich ab und zu so kleine Standbilder drin. Das gefällt mir nicht im Hardcore. Jetzt habe ich schon wieder auf Pferd gedrückt. Ach ja. Uiuiui. Charlie ist gerade konzentriert. Er redet nicht mehr. Ist auch so viel Konzentration nötig. Klicken, halten. Ja. Naja, zurück zum Spiel. Mal kurz am Fernsehen gucken. Alter, warum drücke ich immer auf dieses scheiß Pferd? Komm, wir reiten ihn nieder. Jawohl, Wendy. Wendy! Das Spiel gab's mal auf dem Gameboy, glaube ich. Ne? Kennst du? Kennst du noch Gameboy? Dieser alte graue Kasten? Das kennt die Generation nicht mehr. Ah, es kommt drauf an, wer zuschaut, ne? Also Gameboy war Klassiker. Das Mario, das war... Oh, Pferd. Ich habe von meinem anderen Char irgendwie so noch die Rotation drin, weißt du? Und da ist 2 was anderes. 2 wird auch später was anderes sein als das Pferd. Ich weiß, was es sein wird, jetzt schon, aber... Der Schuldspruch, ne? Ja. Beste Attacke.
ist auch richtig nice. So. Zwei gelbe. Da geht was. Und natürlich. Nochmal. Level 15. Ich habe einen Fliegel. Der pusht mich ganz schön. Naja, wahrscheinlich im Vergleich zu euch Strebern wieder bin ich wahrscheinlich wieder hinten dran. Was hast du denn, Charlie? Was willst du denn? Manchmal ist er schon goldig, wenn er sich aufregt, ne? Ja, ab und zu ist er echt süß, der Kleine. Wie viel Damage machst du denn? Ist ja süß, dass ihr mich den Kleinen nennt. Ich bin um 50 Schaden. Ich bin... Ey, stolze. Ich krieg jetzt noch mehr Erfahrung. Guck doch mal hier. Stolze 57. Alter, diese Rüstung ist echt cool. Ich will die auch. Mein Pflegel, das heißt, ich mache jetzt 10 Erfahrungen immer extra. Oh, und meine Schultern, die haben das auch. Langsam gehst du mir echt auf den Piss, ne? Wisst ihr, was ich bekommen habe? Nee, aber du sagst es uns jetzt. Ein Schild hab ich. Nice. Ist echt nice. Eine seltene Voodoo-Maske. Die wolltest du doch. Hast du vorhin? Wollte ich schon immer haben. Mhm. Immer schon wollte ich diese eine. Ja? Der Manitou. Ach ja, kann ich irgendwas bauen, was nötig wäre? Widerspruch an sich, weil am Anfang gibt es nichts Nützliches zum Bauen. Okay, das ist eine Glückssache, wenn was bei rumkommt. Kann ich mir jetzt einen Kopfschutz bauen, der wesentlich besser ist als meiner. Ja, ich wenn er nicht auch. Sockel hat. Hat sogar einen Sockel. Ja. Einen neuen Schild, der ist schlechter als der alte. Soll. Da, noch eine Schulter. Die ist schön. Was ich halt mal brauchen könnte, sind Ringe und Amulett. Habe ich noch nicht gefunden. Habt ihr mal was gefunden? Nee, das gibt's ja. Erst später ab Level... weiß ich nicht genau. Aber Ringe kriegt man ganz, ganz am Ende. Erst hat man Schuhe, Hose, Handschuhe, Armschienen, Gürtel und Brust. Ja, sicher? Dann kommt... später kommen Schultern. Ab Level 9 oder so und Kopf. Ringe kommen erst später. Ja, den habe ich auch. Ich habe so einen hier, ne? Ja, aber 14 Erfahrung. Ich habe einen mit 13. Habe ich wieder eins mehr, ist gut. Ich habe jetzt so einen. Aber ich könnte ja, wenn ich wollte. Ja, das war mein Gedanke, dass ich in den Helm Sockel mache und dann so einen roten Stein rein. Genau, das wenn ich wollen wollte. Das mache ich jetzt auch. Ich mache was, was man in dem Level eigentlich. Was? Oh. Was? Man kann doch auch bei dieser Diamantentante kann man doch auch Ringe bauen und so, ne? Auch ein Händler, der Schmuck verkauft. Da kannst du doch gucken, ab welchem Level man die Ringe nutzen kann. Ja, ab 60. Ich habe nur 60er Ringe. Nein, ab welchem Level gibt es Ringe? Das wäre interessant zu wissen. 60. Schmuck herstellen geht gar nicht. Doch, bei mir. Nein, du kannst doch schon vorher Ringe tragen. Ach so. Der ist auf Level 60. Warte, komm, wir machen mal hier weiter. Hier siehst du es doch. Hier gibt es doch schon welche. Ja? Verkaufen. Ja. Amulette. Ah jo, tatsächlich. Ringe. So, alles eingekauft. Das Tagebuch verkaufen wir. Bringt mal locker 50.000 Flocken. Ja. So, dann müssen wir hier hoch, ne? Wir können uns porten. Ja. Wir müssen jetzt weiter. Fälle des Elends. Ja, port ich zu mir. Schon dabei.
Vergesst euer Pferd nicht. Mist habe ich jetzt im Stall stehen lassen. Bei der Wendy. So. Das war ein sehr schlechter Witz. Ja. Aber ich wollte ja, du hast ja die Wendy auch. Wie bitte? Du hast ja die Wendy. Was habe ich mit der Wendy? Was habe ich mit der Wendy? Nee, nee, Wendy liegt bei mir im Schlafzimmer. Wendy bei dir im Schlafzimmer liegt. Wendy da liegt. Wendy. Ist die Wendy eifersüchtig. Wendy. Das ist jetzt ein dialektbezogener Witz. Witz war es eigentlich nicht. Lustig war es eigentlich auch nicht. Aber gelacht haben wir trotzdem. Oh, ein Schlüsselhüter. Jetzt, ich habe schon wieder aufs Pferd gedrückt. Ich würde lachen, wenn er einen droppt. Geht nicht. Geht's nicht? Nee, geht nicht. Geht erst ab Level, erst ab Qualstufe, droppt er einen Schlüssel. Die hast ja du. Normalerweise. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob eine Chance besteht, dass er die auch im normalen Modus droppt. Ich habe gehört, es soll schon jemand gegeben haben, bei dem er auch im normalen Modus getroffen ist. Aber soweit ich weiß, gibt's Schlüssel nur im Qualmodus. Außerdem braucht die auch kein Mensch, weil der neue Höllenfeuerring ist für'n Arsch. Total. Also der erste zu Level 60er Zeiten, der war echt cool. Ja, ich finde auch den Effekt, den der Höllenfeuerring macht mit der Grütze, mit der Feuergrütze, man kann es nicht anders nennen, ja. Einfach so armselig, dass es auch sich nicht mal die Optik. Ja, nicht mal die Optik lohnt sich, ne? Lohnt sich's. Also das haben sie echt. Es gibt einen Erfolg zusätzlich, wenn man hat, aber. Ja, das wäre das Einzige, was wofür es sich lohnen würde. Und weil es eben ein lustiger Spielinhalt ist, den es lohnt zu erreichen. Nee, es lohnt sich nicht, aber wenn man alles andere durchgespielt hat, ist es halt mal was anderes. Schlüsselfarmen den ganzen Tag und dann. Ja, nee, es war was Neues. Wenn man den Story durch hatte, dann hat man halt versucht. Die Endbosse sind ja auch mal wieder was Neues, aber die noch nicht gemacht hat. Ja, guck mal, Blizzard hat ja die Paragon-Level auch nur eingeführt, um die Spieler bei Laune zu halten, ne? Genauso ist es ja mit diesem Höllenfeuerring. Wobei, den gab's ja auch schon. Den gab's ja auch vor. Ja, aber es sind ja nur so kleine Easter Eggs, sag ich mal, im Spiel. Der Höllenfeuerring ist für mich eigentlich nur ein Easter Egg, genauso wie das Pony-Level. Ja. Es bringt dir im Endeffekt nichts, aber du machst es halt trotzdem, weil du es halt mal sehen willst. Hm. Ich kann mich noch dran erinnern, anfangs. Und weil es alle machen. Ja, und weil es halt alle machen. Ich kann mich ja noch dran erinnern, wie wir anfangs gesuchtet haben wie die Idioten, dass wir in dieses Pony-Level kommen, weißt du noch? Nie gesuchtet wie Idioten. Nie, nee. Wir haben gesuchtet wie Profispieler. Ja, genau. Ohne Impuls. Geh mal da rein. Ich würde sagen, wie lang ist denn das LP schon? Das nach dieser Höhle würden wir dann. Nach der Höhle. Also die Quest machen wir noch fertig und dann. Ich meine, es. Ja, jetzt. Der zweiten Ebene, oder? Zweite? Wie ich zweite Ebenen hasse. Ne, Jun, davon kannst du ein Lied sei singen, ruhig. Kaserne, Ebene 2. 35 Minuten, ne? Kaserne, Ebene 2, das ist dein Lieblingsort im ganzen Spiel. Und das Pferd, das hat's mir auch gerade angetan. Dann leg halt was anderes auf die Nummer 2. Ich hab nichts anderes, oh mein Gott. Warum? Ja, ich hatte auch gerade ein bisschen Lebensschwund. Genau, bleib drin stehen. So, neue Brust, nice. Ich hab nichts gekriegt. So, Sai. Wie viele Balken hast du schon?
Die müssen es wirklich wissen. Doch, sag mal. 2,5 sind es jetzt. Okay. Ich bin jetzt jetzt 16. Jetzt sind es 4,5. Ich hab einen. Okay. Ja, dann bist du 4,5 voraus. Oh, Weihe haben wir gekriegt. Weihe. Oh, Weihe, Weihe. Weihe, Weihe, Weihe kommt Weihe. Bei mir auf 1. Weihe war dieses Heilen. Pütze auf dem Boden. Heilen, ne? Heilen, ja. Das ist nicht schlecht. Das ist für mich denn einer der besten Skills. Ja, für Hardcore auf jeden also Fall. Am Anfang des Spiels. Später macht sich das gar nicht mehr so bemerkbar, doch. Aber am Anfang des Spiels. Also da muss ich dir widersprechen. Ja? Ja, auf jeden Fall. Also mir hat das schon oft den Arsch gerettet, sag ich mal. Wir haben eine neue Passive. Hey. So. Kopf gekriegt? Oh, der ist besser als meiner. Ich muss graue Gegenstände sammeln. Sehe ich gerade. Der ist besser als meiner. Meiner bringt mir Bonuserfahrung. So, dann würde ich sagen. So. Ups. Dann würde ich sagen, beenden wir das nette LP jetzt. Mit einem frommen und fröhlichen Tschüss. Tschüss.